Branch, so Bronx Ingot. Den macht man aus verschiedenen Sachen. Okay, nehmen wir einfach den Bronx Ingot. Wir wissen, wie man den herstellt. Ey, es kann doch nicht so schwer sein. What the fuck? So. Smelting von Bronx Blend. Bronx Dust. Pulverized Copper. Okay. Bronze Toolpath? Nein, das ist nicht, was ich gerade suche. Was ich suche, ist Bronze Blend entweder oder Bronze Dust. Copper Dust, Copper Dust. Achso. Nicht Eisen, Tin. Okay, zwei kriegen wir da raus. Eis, die packen wir nochmal ein paar rein. So, jetzt haben wir Bronze Dust. Müssten zwei Barren sein eigentlich. Alles nicht so einfach. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir. Ja, ist halt immer mit jedem Tick. Kann er ein bisschen machen. Kupfer haben wir 3, das sind dann 2, 3, wieder 2, dann haben wir 4, einmal noch dann. 1, 2, 3 kommt hin. Wo brauchen wir denn die Wrench? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen halt einfach überlegen, wir haben jetzt 8 Wassermühlen an 2 Geräte angeschlossen und das überfordert die schon. Wie viele Wassermühlen will man sich denn bitte schön bauen, damit das ordentlich läuft? So. Der sollte jetzt aber recht schnell gehen mit Strom, weil das Ding läuft ja gerade nicht. Eine Taube. Tin haben wir noch, Kupfer haben wir noch. Multitool Wrench, Force Wrench, 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 Wrench. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Ich lag richtig fest. Natürlich nicht alles Copper Dust, what the fuck. Plum, plum. Und Tin. Jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lange aufnehme, weil ich muss noch tanken in World of Warcraft. Jetzt kriege ich Mega mit Egger. Das heißt Mega mit Egger. Eigentlich habe ich gesagt, keine Zeit, aber ich mache es trotzdem. Die sollen sich mal glücklich schätzen. Nee, Challenge Mode. Und eigentlich wollte ich was anderes machen. Habe denen auch gesagt, ich mache was anderes. Aber die sind ein bisschen auf mich angewiesen. So, jetzt habe ich meinen Macerator wieder. Mein Ofen. Oh shit, so, das kommt dahin. Trick Furnace. Das war gerade nur zur Hälfte falsch. Moment. Ach, blam. So. Wenn ich mal überlegen, wie ich das mache mit dem Kabel. Eigentlich kann ich das ja hier und dann so. Kann das weg. Jetzt setze ich noch den Hopper um, weil der Hopper muss natürlich am Anfang nach. Achso. Gott, verpeilter Grießbrei ist verpeilt. Da. So, der hat Strom, den können wir jetzt hier mal ein ganzes Eisen reinpacken.
Kopfkratzen. Hui! Das Eisen war noch nicht mal eine schlechte Entscheidung, weil können wir uns die anderen Hoppe auch noch gleich bauen. So, dann packen wir. Ja, wird schon irgendwie. Dirt. Was wir oben bauen können, ganz kurz. Packen wir hier den Hopper hin. Hopperplatzhalter. Und hier die Truhe. Läuft. So, und wie ihr seht, Macerator arbeitet, Electric Furnace arbeitet. Dankeschön, Dankeschön. 3 Iron Ingots. 5 brauchen wir. Wir brauchen wieder Truhen. Oakwood. Wie viel braucht. 2 brauchen wir noch. 1, 2, ja. 1, 2, 3, 4. Ich war gerade überlegen, wofür wir jetzt schon wieder Truhen brauchen. Aber ja, ist alles okay. Ja. Ergibt halbwegs Sinn, was ich gerade tue. Die erste Truhe kommt nach oben. Jetzt können wir schon mal anfangen, alles, was wir an Erz und Co. haben, hier rein zu kloppen. Passt. Weil es auch gerade nicht so viel ist anscheinend. Dann müssen wir mal anfangen dann zu farmen, damit das hier alles funktioniert. In den Hopper können wir den Tin Dust reinpacken und Iron Dust. Und hier unten kommen dann unsere ganzen Barren rein. Soweit die Idee. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt meine Iron Ingots mit reinpacken, weil die brauchen wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Truhe. Hoppa. Hoppa! So, was jetzt passiert ist, chup, 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 das kommt alles hier rein. Und kommt dann in den Macerator. Iron Ingots. Mit dem Solar Panel, zumindest mit dem Low Voltage, könnten wir da noch 2 Geräte anschließen und das Ding würde nicht mehr ausgelastet sein. Da. Brauchen wir das Ding, dafür brauchen wir einen Generator. Das ist gar nicht mal so viel. Iron Furnace habe ich. Was brauchen wir denn für einen Generator? Okay. Das ist also ein Ziel, was man sich setzen kann, was möglich ist. Ja, natürlich ist hier alles möglich, davon ganz abgesehen. Aber das, was wir jetzt so schnell hinbekommen könnten, ist die Schnelle. Dann können wir auch das erste Solarpanel hier gleich mit anschließen. Dann kriegen wir hier gleich Strom. Aber das ist halt schon so eine Konstruktion, die jetzt wirklich einiges an Arbeit abnimmt. Weil wir müssen einfach nur die Erze reinpacken, kriegen Barren raus, fertig. Ist cool. Ist cool. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich könnte man das auch mit Pumpen machen. Da weiß ich aber gerade nicht so ganz, wie es funktioniert. So, blam. Ist nichts erschienen, ist gleich hier reingekommen. Schön. Das ist so die erste Konstruktion, die ich immer, hätte ich jetzt mal gesagt, das ist das zweite Mal, dass ich Vizibis anfange. Das ist die Konstruktion, die ich anscheinend immer als erstes baue. Wassermühlen, Electric Furnace, Macerator, Hopper und dann diesen Kreis. Und wie ihr seht, es klappt. Es klappt. So, jetzt machen wir uns dran. Dafür kann ich mir eigentlich mal wieder aufschreiben, was wir brauchen. Unser erstes Solar Panel zu bauen. Wir brauchen ganz genau wieder einen Generator. Dafür brauchen wir einen Iron Furnace, den haben wir. RE-Batterien brauchen wir, Tin, Redstone, Kupfer ist das. Wir brauchen 2 Schaltkreise. Dafür brauchen wir wieder Forced. Die können wir uns eventuell sogar schon bauen. Da muss ich mal kurz gucken. Force haben wir noch. Wir haben genug Kabel. Ich glaube, Forstbrachen hatten wir auch noch. Redstone haben wir. Das war es eigentlich schon, was wir brauchen. Ist ja cool. Das muss ich gerade mal überlegen. Force. Ja, passt. Also Force. Redstone. Kabel. 2 Schaltkreise haben wir schon mal. Also wir machen jetzt ein Solarpanel. Vielleicht sollte ich hier immer auch auf Solarpanel gehen. Damit wir jetzt wirklich nur das Ding haben. So. Coal Dust brauchen wir. Müssen wir uns holen.
Für den Generator braucht man eine AA-Batterie und Refined Iron. Oh Gott, Rückenschmerzen. Uncool. Oh Gott, ich sterbe. Battery. Oh Gott. Dafür brauchen wir Tin-Ingots, ein Kabel und zwei Redstone. Sollte auch demnächst kommen. Ja. Dann holen wir mal... Was fehlte? Kohle fehlt. Fuck you, das wollte ich doch gar nicht. Bock, 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 bock. Nee, eigentlich. Fehlt nur Kohle, wenn ich jetzt gerade mal machen könnte. Das andere muss jetzt halt laufen. Aber das funktioniert ja auch, wenn wir ein bisschen weit weg sind. Wir sollten unsere Spitzhacke mal... Naja, wir nehmen die Eisen. Aber wir sollten trotzdem hier manches lassen. Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Das brauchen wir zum Beispiel. Das brauchen wir. Das kommt in eine andere Truhe. Das kann definitiv hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das. Das. Das Bread nehmen wir mit. Das. Das kommt in eine andere Truhe, habe ich gesagt. So, das können wir alles mitnehmen. Komm, nehmen wir das noch mit. Das noch mit. Toolstation zur Not. Fackeln. Brotlamüse machen wir uns gleich rein. Hier kommt das rein, habe ich gesagt. Schön. Dann brauchen wir jetzt nur Kohle. Weil anderes Zeug können wir auch mitnehmen, weil dann können wir es gleich in eine Truhe reinpacken. Damit es auch schon mal verarbeitet wird, weil wir brauchen wirklich vieles noch. Ich weiß gar nicht, wie wir nach unten kamen. Wir haben Gravel abgebaut. Ich war gerade irritiert. Was ist das noch? Aber da haben wir Gravel abgebaut. Alles okay? Alles okay. Irgendwo Nase jucken. Was die Richtung? Und ich sehe da schon zwei Creeper auf uns zu hechten. Das tut dir mehr weh als mir. Lass das. So. Haben wir das auch geklärt. Was ist das? Amber. Amber zu Deutsch. Bernstein müsste es sein. Wenn ich jetzt mich gerade voll vertue. Aber es müsste eigentlich Bernstein sein. Oder sowas wie Flamme und Glut kann es, glaube ich, tatsächlich auch heißen. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Bei Bernstein bin ich mir relativ sicher. So, damit haben wir schon mal Kohle. Heißt, das erste Solar können wir sogar schon machen. Das ist ultra cool. Weil das ist ein ordentlicher Boost. Sind eh alles Idioten außer Mama. Wobei, die ist die Schlimmste. Ja. Die hatten eine gewisse Diskussion zu einem gewissen Thema, was ich jetzt nicht ansprechen werde. Was einfach nur darauf hinauslief, dass egal was für Menschen, es sind alle gleich. Und jetzt schrieb ein Kumpel von mir, ja, ist das genauso interessiert, die Scheiße an alle Menschen. Wenn ich denen den Arm breche, mach's Knacks und... Wenn ich mit denen rede, mach's Knack in deren Hüllen, egal ob Mikropenis oder Rüssel, blablabla, sind alles Idioten außer Mama. Es geht einfach darum, alle Menschen sind doch letztendlich gleich. Wenn man es mal ganz genau betrachtet, weil das Ding ist, wenn man, ich hab es irgendwo gehört, ob es stimmt, sei es mal hingestellt, aber wenn man zwei Pavian oder Schimpansen waren es betrachtet, die zusammenleben, haben die weniger gemeinsam von der DNS her, als wenn wir zum Beispiel einen Indianer und einen Aborigine nehmen oder sowas. War das das gleiche? Oder ein Aborigine und ein Eskimo, irgendwie so war der Vergleich. Also, habe ich das gerade richtig gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Also zwei Schimpansen, die zusammenleben, haben weniger gemeinsam als ein Aborigine und ein Eskimo. Und das sollte einfach mal so den Leuten vor Augen führen. Fuck Racism, ich bin ja auch bei Vaken-Fans against Nazis dabei, also gegen Rechtsradikalismus, weil Vaken ganz oft als rechtsradikal dargestellt wird, was völliger Schwachsinn ist. Nein, lassen wir das Thema.
will nur so viel sagen, ich bin auch nicht zu 100% deutsch. In meiner Familie sind auch Polen, in meiner Familie sind auch Franzosen. Ne? Also, ein bisschen vorsichtig mit manchen Aussagen einfach sein und fertig. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen Spaß verstehen. Nicht immer gleich direkt angepisst sein. Und die Rassismuskarte ziehen. Aber das ist auch ein Thema, das ich jetzt gar nicht ansprechen möchte. Sondern eher, wie schnuggelig meine Haare doch heute liegen. Boah Gott. Das könnte jetzt so typisch man klingen. Aber ich weiß nicht, wie ich das korrekt aussprechen soll. Auf jeden Fall, ich war in der Cafeteria. Mit einem Kumpel zusammen, heute in der Schule. Wir wollten uns was zu essen holen. Der, der mir auch gerade geschrieben hat, mein ehemaliger Mitarbeiter. Der gute Soma. Und vor uns war ein Mädchen, ungefähr in meinem Alter. Vielleicht 5 cm größer als ich. Und ich kann sowas nicht einschätzen. Ich schätze, sie hatte Körbchengröße D. Es waren also recht politisch korrekt ausgedrückt gewaltige Hupen. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Gewaltige Hupen sieht man ja immer mal wieder. Das Ding war halt bloß, die Madame war halt so groß wie ich, vielleicht ein Stück größer. War ein Stück schlankerer als ich. Und keine Ahnung, das war einfach wie so eine Pornodarstellerin. Alter Falter. Also Respekt an die Dame, sah gut aus. Oh Gott.